die ersten wirklich reifen Kirschen. Und ich kam dran, schaut mal, wie ich aussah danach. Ist das wohl cool? Ich liebe es. Hallo, guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Sehe ich jetzt auch so aus? Ich kann das nicht erkennen. Ich habe ja eine ganz rote Hand, habe ich ja gerade schon gezeigt. Ich habe das erste Mal wieder Kirschen gegessen. Schön vom Baum gepflückt. Nicht mehr. Also einmal habe ich es ja mir schon gekauft. Da habe ich einmal ein bisschen viel Geld ausgegeben. Aber jetzt richtig vom Baum. Voll lecker. Richtig toll. Ja, ich bin hier auf der Kupferdreherstraße. Ja, jetzt gehe ich mal besser zurück. Ah, wie geht's da wieder zu dem Kirschbaum? Da kann ich bestimmt noch ein bisschen naschen. Da kommt man tatsächlich dran. Das ist ja oft so schwierig, an Kirschbäume dran zu kommen. Ne? Und heute habe ich richtig früh schon Hunger. Schon 2 Bananen gegessen. Normalerweise kann ich das locker ziehen bis 12 Uhr oder auch 13 Uhr. Aber heute irgendwie gar nicht. Weiß auch nicht. Aber ich bin ja auch viel früher aufgestanden. Vielleicht liegt es daran, wenn man mal logisch denkt. Daran liegt es. Ja, ich denke, ich mache nachher noch ganz viele weitere Videos. Und bestimmt auch super noch ein paar Fotos. Und ich glaube, ich mache euch jetzt erstmal von dem Haus hier drüben eine Aufnahme. Pass mal auf, das ist so schön. Na, was sagt ihr? Da im Hintergrund seht ihr es nochmal. Ist das wohl nett? Ich finde das voll schön hier. Ich habe auch gerade in einen Hinterhof geguckt. Das kann ich nicht fotografieren, das geht nicht. Da waren welche. Das war so schön. Es gibt doch echt nette Häuschen und nette Gegenden in Essen, muss ich ehrlich sagen. Das finde ich immer so toll, wenn die Kinder bestimmen dürfen. Das finde ich wirklich cool. Naja, und dann überlege ich noch, wo ich heute hingehe. Schauen wir mal, ob ich nach Düsseldorf fahre oder nach Recklinghausen. Der Pianoman Arne Schmidt hat mich nach Recklinghausen eingeladen und das ist natürlich sehr verlockend, obwohl natürlich die ganze Essener Truppe nach Düsseldorf fahren wird. Das ist auch verlockend, ne? Naja, ich guck mal, ich entscheide das. Ja, ich entscheide das, aber ganz ehrlich, was ist das hier? Wer kann mir das sagen? Das muss ja irgendein Tierchen sein, das sich verpuppt hat oder so. Das habe ich noch nie gesehen. So, und ab jetzt bin ich mit einer ganz sympathischen, lieben Begleitung unterwegs, die aber komplett anonym bleiben möchte. Deswegen habe ich die Gespräche rausgeschnitten und die Füße rausgeschnitten. Und ja, kann ich total verstehen. Schauen wir mal, wie das Video wird. Wir sind hier auf jeden Fall in Kupferdreh und wir können zwischendurch bis Langenberg schauen. Und die haben uns natürlich ganz viel unterhalten und das fand ich auch echt spannend. Das hätte ich euch gerne alles wiedergegeben, weil meine Begleitung, die kannte diesen Weg, das fand ich total irre, die kannte den auswendig und wusste auch immer genau, wo wir waren und konnte wirklich an jeder Kreuzung, wusste sie ganz genau, rechts, links oder geradeaus. Und hier haben wir, schaut mal, was da hinten auf uns zukommt. Da haben wir da welche was ganz Tolles gebaut. Als Lea und ich das gefunden haben, woanders, etwas Ähnliches, da war das ja fast so, dass ich drin schlafen wollte. Aber hier ist es doch ein bisschen sehr luftig. Da würde ich jetzt dann doch nicht unbedingt eine Nacht drin verbringen wollen. Aber es ist doch schon ein guter Anfang. Und hier ist es also für die Hunde einfach genial. Schau. Kennst du hier? Boah, ist das ein Abenteuer. Tolle Sachen sagt. Und der kleine Mann trinkt nicht, weil er den Ball sucht. Das ist unglaublich. Da sind Hütten im Wald. Das sind Schrebergärten, haben wir gerade beschlossen. Richtig cool. Ich dachte erst, es ist mein neues Zuhause. Das wäre echt ein Traum von mir. Mitten im Wald eine Hütte, ein Bauwagen oder ein Wohnwagen, ganz egal. Und da hinten, das sieht man hier leider kaum, ist ein super Hof. Ja, und ganz ehrlich, das ist hier ein Zauberbaum, das sieht man doch, oder? Das ist doch wohl eindeutig ein ganz besonderer Baum. Also, ich finde den einfach nur magisch. Magisch. Auch wenn da oben, man sieht, er ist schon ziemlich fertig, der Baum eigentlich. Aber schaut euch das an. Wahnsinn. Ja, und da hinten, da konnte ich leider nicht dichter dran. Seht ihr diesen Baum mit diesen Wurzeln, wie die nach links weggehen? Also, gleich kommt der nochmal. Da erkläre ich nochmal ein bisschen was zu. Nein, kein Privatweg. Hapu ist kein Reitweg, steht da.
Theoretisch dürften wir, aber dann ist das wohl nicht mehr der Weg nach Hause, oder? Nehmen wir es mal zurück? Apu! So, dann gehen wir zurück. So, jetzt haben wir kehrt gemacht, weil es dann wohl doch zu weit abging. Sag ja, meine kleine Begleitung hat also wirklich voll den Orientierungssinn drauf gehabt. Also ich war super begeistert. Ich hätte mein Auto, ja, oder ja doch den Rückweg, hätte ich nur mit meiner Handy-App gefunden. Ja, und jetzt pass auf, jetzt kommt gleich nochmal der Baum mit den Wurzeln, die nach links weggehen. Schaut mal, wenn ihr jetzt genau hinguckt, direkt unterm Baum ist Felsen. Der konnte gar nicht nach unten. Der musste nach links die Wurzeln austreiben lassen. Und dann, wo die Erde wiederkommt, geht er dann auch nach unten rein in die Erde. Also ich fand das Wahnsinn, wirklich. Das so sehen zu dürfen oder zu können, wie auch immer. Und dann hält der Baum auch und steht. Und es ist einfach gut drauf. Und jetzt kamen noch so magische Plätze. Guck mal hier. Diverse magische Plätze. Oder Baumstümpfe. Oder was haben wir jetzt noch hier? Noch ein magischer Platz. Ich liebe solche kleinen Stellen im Wald. Und hier die Kamille, die wilde Kamille. Naja, und damit ihr wisst, wo wir waren, einmal bitte ne, das Schild, damit ihr auch diesen Weg finden könnt. Ja, und jetzt schaut mal, was mir meine Begleitung am Ende noch gezeigt hat. Ihre Haustiere. Ist das wohl irre, wie aktiv diese Schnecken sind? Guckt euch das mal an. Ja, die haben sogar eine hat es dann doch noch geschafft, das habe ich dann aber nicht filmen können. Oder das war vorher, nee, das war vorher. Da hat es, schwupps, war die auf der Melone. Und jetzt fängt meine kleine Freundin hier an mit der Schnecke zu spielen und die geht gar nicht weg, guck mal. Die ist total mutig, diese Schnecke. Ist das der Hammer? Guck mal, die geht gar nicht, wenn ich das machen würde. Die wäre sofort in dem Häuschen verschwunden. Und jetzt will die Schnecke irgendwas von diesem Finger. Und ich weiß ja auch schon was, ne? Es ist echt der Hammer. Ich habe das noch nie erlebt. Wenn die Hand sich gleich bewegt, hat die Schnecke, Achtung, jetzt zugebissen. Die Schnecke hat zugebissen und das tat auch richtig weh. Ja, also unglaublich. Der Hammer.